Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls. Ich habe gerade diesen Gegner umgebracht mit der Spitzhacke, um zu gucken, ob es besser ist. Ist es nicht. Sorry, dass das nicht mit in der Aufnahme gelandet ist. Ich könnte den Loot da oben auch einfach nur holen, ne? Ich versuche mal an den allen vorbeizurennen, weil ich habe das Gefühl, es macht mein... Es macht mein Leben einfacher. Uff. Okay, vorbeilaufen, dann halt nicht. Vor allem, das waren jetzt 4000 Seelen, glaube ich, ne? Bye. Seelenreste. Schön. Schön, dass du mir Sachen gibst, die ich halt wirklich gar nicht brauche. Ja, komm her. Das ist kritisch. Ich hasse jetzt schon alles. Ich hasse jetzt schon alles an diesem Run. Das ist ja einfach nur scheiße, ne? Ja, komm her. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt nicht den vollen Damage mache. Und ich verstehe, also, dass zwei jetzt ausreichen. Und ich verstehe nicht, warum dieses Gebiet so scheiße ist. Also, wenn es halt nur einer ist, easy, ne? Also, mehr oder weniger. Ja, okay, ich muss quasi eine Attacke abblocken. Ja, aber okay, wenigstens. Das war eine starke Attacke. Alter! Ach, Demon's Souls. Beautiful, beautiful bitch. Heiliger Pfeil. Okay, jetzt kann ich ein bisschen Damage sogar selber verursachen. Mit meinem Bogen. Weißt du was? Ich ignoriere vielleicht erstmal kurz die Kanalisation. Ich lauf hier durch. Ich ignoriere auch den Dude da vorne mit den roten Augen, weil warum sollte ich nur einen Gegner wollen, der einfach noch schwieriger ist, als es die anderen sind. Ich hasse das. Ja. Verdient hast du das. Und dann nur Seelenreste. Enttäuschend. Ja, verschwinde, Mantarochen. Ich habe kein Interesse. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme, aber wir gehen dann mal hier hin. Keine Ahnung, wo mich das hinführt. Auch in die Kanalisation, nur ein anderer Weg. Schön. Au. Ich kann halt diese Attacke nicht mal machen, ne? Was eine Scheiße. Könnt ihr auch mal ein bisschen was Geileres droppen als Seelenreste? Bitte? Aua! Okay, die können halt auch einfach ganz normal ausweichen wie normale Kackgegner. Oder wie ich, meine ich. Ich glaube, Magier haben es hier teilweise wirklich einfacher ein bisschen. Eine scheinbare Wand. Schön. Hm. Oh. Ja, von einem Labyrinth von Latria ins nächste, wa? Ich kann hier hochgehen. Wohin komme ich? Zu einem Gegner. Durch den ich nicht dodgen kann. Also, meine Schuld. Okay. Puh. Aha, hier bin ich.
Immer noch nicht da, wo dieser Käfer ist, aber ist okay. Pfeile habe ich bekommen. Schön. Und einen neuen Bogen, aber hier kann ich nochmal hin. Eine Person warte, sieht. Ah, ich glaube. Aha, aha, aha. Ja. Augit der Führung. Okay, das habe ich schon. Kennen wir. Ja, das sind ganz normale Vögel, wie wir sie kennen. Man kann hier tatsächlich den guten Dinge droppen und dann droppen die Sachen zurück. Aber ich weiß halt nicht... Nein, 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 nein. So. Wo bin ich denn gelandet? Dunkel Mondsteinschirm. Ich weiß, wo ich gelandet bin, aber der ist wieder hochgekommen. Hochgekrochen, der Bastard. So, wir könnten jetzt weiter durch die Kanalisation. Was? Ja, okay, komm. Vielleicht liegt da eher was Tolles. Könnte mir auch wieder eine Menschlichkeit... Ja, komm. Sind wir mal nicht so knauserig mit diesen Dingen, weil ich weiß, dass ich Demon's Souls das erste Mal durchgespielt habe, habe ich die halt nie verwendet. Und wenn ich dann doch schon einiges an Leben dadurch wieder kriegen kann... Ich versuche auch nur einzeln gegen die zu kämpfen. Versprochen. Aber diese ganze... Boah, verfickte Scheiße. Diese ganze Drecksanimation, ne? Wenn ich einmal gegen eine Wand geschlagen habe. Naja, die kommen. Also, die kommen. So geht das fit. Scheiße. Oh. Ja, diese Waffe ist halt wirklich nicht für sowas geeignet. Ach, natürlich ist das auch eine Waffe. Wow, 4. 4 fucking Stück. Glaubst du, ich verwende nur 4? Hi. Aha. Who are you? You saved me. Heavens, I can't believe I fell for that trap. I suppose I owe you now. I'm Blige, a grave robber. It's thanks I can provide you with useful goods. Who couldn't do with a little help down in these parts? True. Gegenstand kaufen, Bleicheräuber. Du verkaufst die Dinger relativ. 1000. Aber das ist schon nicht schlecht. Ein Krummsäbel. Oh, der hat einige Waffen. Und Rüstung. Ich habe 2, gerade geht's ja noch. Aber. Zack. So. I don't care. Was used in a ghastly ritual by an ancient tribe. They have long perished, and now the demons have put the souls to work. At least here you're killing things that are already dead, lost skeletons and shadow lurkers. That's what I like about this place. Better than killing those poor soul-starved humans, right? Better than killing those poor soul-starved... Satisfied? I'll have more for you next time. May we have a long and fruitful... Kannst du bitte zum Nexus kommen und nicht hier sein? Das wäre deeply appreciated. So, jetzt habe ich ein bisschen was an besserer Heilung. Das ist ja nice. Aber okay, ich glaube,
Kann es schon was sein? Kann das hier die falsche... Ja. Okay, sehr schön. Dann kann ich jetzt hier durch die Nebelwand gehen. Komme ich zum Boss? I don't know. Nein, natürlich nicht. Natürlich. Oh, ich komme zu weiteren nervigen Gebieten. Die weiter im Freien sind. Das ist eine verdammte Leiter. Ich glaube, das ist die erste Leiter in ganz Demon's Souls, die ich erklimme, oder nicht? Im Ballotari habe ich keine gesehen. In der Schmiede habe ich keine gesehen. Zumindest nicht mehr sicher. Zwei Halbmondgras. Nett. Hier kann man noch hin. Gib mir Loot. Gel eines unbekannten Helden. Ja, schön. Wolkensteinscherbe. Ich glaube, die Wolkensteinscherbe, die hatten... Also hatten wir nicht zum ersten Mal, oder? Ich hoffe, ich bin hier in einem sicheren Place. Erst einmal können wir ja gucken, Vorortdämon, ja, da steht nichts dazu. Was ist eine Wolkensteinscherbe dann? Abbrechmaterialien? Ja. Eine Scherbe aus grünem Erz, das zwischen Wolken entsteht, wird zur Verstärkung von Schilden genutzt. Absorbiert Licht, aha, okay. Ich lese das vielleicht gleich nochmal durch, aber mir ist das gerade hier ein bisschen heikel, ne? Dieses Wedeln der Fahne. Ein bisschen paranoid macht mich das schon, ne? So, ich habe das Gefühl, dich als erstes anzunehmen, ist eine leichtere Sache. Puh. Oh. Gedodged. Loser. Rennen. Also, ich hasse es. Für was? Ich hab's vergessen, was ich eingesammelt habe. Ich glaube, irgendeine normale Seele habe ich eingesammelt. Für so einen Dreck. Habe ich meine Menschlichkeit aufgegeben. Klar, ich habe nochmal so einen Stein da oben gefunden. Aber come on. Das ist einfach nervig. Komm, der soll einen normalen Angriff und nicht so einen. So. Zack. Oh, lass mich ganz kurz wegrennen und mich heilen, ja? Natürlich. Ich hätte, glaube ich, diesen zweiten Schlag eigentlich passieren müssen. Ja. Komm du her. Und dann geht es manchmal auch so einfach, ne? Euch kann ich jetzt tatsächlich ignorieren. Ich kann die Kanalisation ignorieren. Und ich kann einfach jetzt hier durch den Ort hier und die Treppe hoch. Einfach. Easy peasy lemons. Easy. So, hi. Möchtest du vielleicht als erstes? Was zum Geier? Von wo hat mich das getroffen? Junge, kommst du auch? Warum muss ich dich so rauslocken? Also bitte. Kannst du nicht ein bisschen kooperativ sein? War es ein Veteraner? No, thank you. Mal lieber so, ne? Seelenreste. Okay, never mind. Ich habe ja gar nicht mal so viel verloren, weil ich die ausgegeben habe. Okay, never mind. I'm sorry. Ich habe... Ich
Damn, der war... Base as fuck. Richterschild. Okay. Ja, I see your Veteranstatus. Aber okay, das ist halt einfach nur ein... Austeilen. Einstecken. Einstecken, hoffentlich nicht so viel. Ja. Boah, das war ein guter... Aua. Ja. Es wäre ja alles so viel angenehmer, wenn die Heilung nicht die ganze Zeit draufgehen würde. Und dann nicht einmal ein Backstep rein, ne? Ja, je häufiger ich sterbe, desto schwerer wird es hier. An diese schöne Mechanik will ich euch alle erinnern. Komm, ich habe eigentlich einen Backstep verdient. Hey, Lady. Bam. Ich weiß halt auch nicht, ob die irgendwas droppen mit den roten Augen. Da wäre es eigentlich mal interessant, die sich anzulegen. Aber gleichzeitig, ich möchte einfach nur weiter. Ich habe kein Interesse, je länger hier zu bleiben. Und das Ding ist, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass da... ich weiter gekommen bin. Aber ich meine, Nebelwand wir denke ich mal zuverlässigerweise mir den richtigen Weg schon zeigen, oder nicht? Okay, man kann da nach oben und dann da links zur Seite. Alright. Aua, mein Gott. So knapp an der Tür vorbei, ne? Du Beschiss. Ich leg mich nicht auf. Ja, ich weiß, das sind 2000 Seelen, aber dann habe ich halt nochmal einen Fight gegen den Veteran und darauf habe ich gar nicht mal so viel Lust. Ja, okay, und einfach mal so hier durch ist auch halt nicht mal drin, ne? Ah, I see. Auch man muss hier tatsächlich lang. Alles klar, aber ich bin jetzt den Gegnern ausgewichen. Seele eines angesehenen Helden. Okay, das ist einiges. Schon mal wert. Warum muss ich an Clipman langlaufen? Oh Gott. Oh Gott, der hat... das ist ein sicker Boy. Und der sicker Boy will mir nicht einmal folgen. Erfolg. Also er kommt da. Oh. Au. Wenigstens klappt das. 600. Klingenstellenscheibe, 2 Stück. Aua. Ja, okay. Jetzt stehe ich unter Dauerbeschuss. Schön. Schön, 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 schön. Noch einer. Geh doch gern einfach nur an dir vorbei, weißt du? Gut, dann werde ich dich halt eben so ausnutzen. Das ist mir genauso lieb, weißt du? Klingensteinscher, aua. Alter, wie lange dauert diese Drecksanimation? Noch ein Gegner. Schön. Irgendwie ein Ort, wo man, glaube ich, sogar runterfallen könnte, ohne zu sterben.
Sieht zumindest so aus. Was rennt ihr vorbei? Oh! Nebel. Bitte, 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 bitte. Hab nicht noch einen Gegner. Instantly parat. Zack. Okay, das ist okay. Oh. Da wären meine Hände direkt sehr, sehr schwitzig. Da oben ist Sparkly. The Crow. Keine Ahnung, ob die Sparkly heißt, aber ich glaube schon. Hier ist nur Loot. Zunehmender Mondglas. Schön, mehr Heilung. Gibt es einen Grund dafür? Oder bist du einfach nur mal ausnahmsweise nett spielen? Seele eines Angesehenen. Seht. Okay, 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 okay. Es gibt gerade einige Wege, die ich entlang gehen könnte. Ein Weg ist ein Balancierakt. Warum auch immer sowas in so einem Spiel hier drin ist, ne? I did it. First try, bitches. Ring des Grabräubers. Okay, schön. Das ist ein Loot, der wahrscheinlich sogar... Oh, my fucking Jesus. Natürlich. Okay, kann man die nur einmal auslösen insgesamt? Entschuldige. Aber das sieht nach einer Bosstür aus. Verbessert die Tarnung vor Schwarz und Phantom. Vielleicht auch mal durchlesen? Wenn ich schon die ganze Zeit sage, ich möchte alles durchlesen. Ein antiker Topazring. Er verbirgt die Seele des Trägers, sodass dieser nur schwer von schwarzen Phantomen aufgespürt werden kann. Also ich denke mal, schwerer PvP. Ja, ich sehe dich. Halbmondgras. Und ich möchte auch einfach nur an dir vorbei. Weil das sieht mir nach Richter. Ja, ein Boss. Schön. Ich kenne diesen Boss natürlich schon. Er ist relativ simpel. Man muss in seine gute Seite schlagen. Da der gute Boy sonst keinen Schaden kriegt. Ja. Einmal etwas entspannter, ne? So haben wir es doch gehört. Bam. Keine Ahnung, warum der einen Kopf, einen Vogelkopf hat, als Schädel. Ein Vogel als Kopf, so herum. Ja. Die Hälfte seines Lebens können wir halt schon mal bemerken, sobald wir halt den nur einmal runterbekommen haben, ne? Ja. Oh, eigentlich. Hätte ich das, glaube ich, gar nicht überleben sollen. Komm, noch ein Schlag, ein Schlag, ein Schlag. Ja. Dämon besiegt. Du hast deinen Körper wieder alle. Wie viele Seelen gibt's? 11.000. Nice. Halleluja. Nächstes Gebiet. Halle der Mondseele. Pfad der Rituale. Keilstein des Dämons Richter. Der Richter verleiht verdienstvollen Toten das Siegel des Heldentums, bevor sie die Schattenmenschen in die Tiefen des Schreins der Stürme bringen, wo sie von klarem Wasser gereinigt und vom Sturm betrauert werden. Okay, ja, back to the Nexus, Bitches. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Und abonniert doch gerne den Kanal, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und beim nächsten Mal werden wir natürlich mal leveln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.